zeige euch mal eine nette Spielerei, die ihr mit alten Chipsdosen machen könnt. Dazu benutze ich einen abgeschnittenen Luftballon. Spanne eine Membran, der ich eine leichte Wölbung gebe und schon habe ich ein super Trampolin. Und weil es so schön war, das Ganze zum Vergleich nochmal in Slow Motion. Ohne Trampolin sieht der Ball auch nicht schlecht aus, aber bei weitem nicht so beeindruckend.